Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gonna. Wir schauen uns jetzt im Rahmen des Mod-Contest 2019 den nächsten Mod an, und zwar die Selbstvermarktung oder der Selbstvermarktungsmod von Farmer 5 Tom. Ist ein relativ großer Text. Mit diesem Pack können Sie in die Direktvermarktung einsteigen. Dazu können Sie zwischen Verkaufssäulen verschiedener Größen sowie Automaten wählen. Selbstvermarktung bedeutet für Kunden rund um frische Lebensmittel etc. 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 Für Sie als Erzeuger bedeutet das einfach direkte Vermarktung Ihrer Erzeugnisse, was Ihnen höhere Rendite und etwas zusätzliche Arbeit schafft. Je nachdem, für welches Modell Sie sich entscheiden, kommen unterschiedliche Kosten und Gewinnmöglichkeiten auf sie zu. Die Verkaufshäuschen gibt es in drei verschiedenen Bauweisen: groß, klein und als Anbau. An allen Häuschen können Eier, Milch, Kartoffeln und Soja verkauft werden. Bei den Automaten werden zwei Varianten angeboten: ein Verkaufsautomat für Milch und Eier und eine Milch-Tankstelle. Dazu werden drei Häuser in zwei verschiedenen Größen und Unterstellmöglichkeiten angeboten. Ihr findet das Ganze in der Kategorie platzierbare Objekte und dann divers. Und das gehört hier alles mit dazu. Da haben wir einen Verkaufsautomat und eine Milchtankstelle. Ein Automat, der als Verkaufsstelle für Eier und Milch dient, wird per Frontlader platziert. Hier ein Automat, der als Verkaufsstelle für Milch dient, er wird als für Frontlader platziert. Dann haben wir hier Verkaufshütte als Anbau. Ein Holzhaus, aus dem Verkauf von Waren dient, angeliefert werden kann Soja, Milch, Eier und Kartoffeln, wird als Anbau an einen Schuppen mit aufgebaut. Das Ganze gibt es dann auch noch: Verkaufshütte als Anbau für Automat, dann gibt es Verkaufshütte groß für Automaten. Ein Holzhaus, Platz für zwei Automaten bietet, um die Verkaufsstelle optimal zu nutzen. Links den Automat, rechts die Milchtankstelle platzieren und seitlich an das Gebäude ranfahren, um es zu verkaufen. Na, dann haben wir hier Verkaufsstelle klein, etc., etc., etc. Und so sieht das Ganze dann aus. Es ist ein bisschen komplex, ein bisschen. Deswegen wundert euch da nicht. Also, ich habe das Ganze jetzt mal unterteilt, um genauer zu sein. Habe ich Verkaufsstelle klein für Automaten und Verkaufsstelle groß für Automaten hier platziert. Das ist das große und das ist das kleine. Wenn wir das Ganze jetzt hier mal aufmachen, sehen wir, hier drin ist leer und Platz. Das Ganze beim großen auch, da gibt es einmal hier diesen normalen Eingang. Ihr könnt mit der linken Maustaste dementsprechend auch hier Türen öffnen. Das ist alles nicht das Problem. Alles möglich. Genauso geht hier drüben eine große Verkaufsstelle und eine kleine Verkaufsstelle. Das Ganze sieht so aus, Verkaufsstelle klein. Hier könnt ihr dann Soja, Milch, Eier und Kartoffeln so verkaufen, ohne Automat. Das Ganze gibt es auch nochmal hier in groß, ohne Automat. Sprich, da passt kein Automat rein. Ne? Sieht man auch. Kann man auch hier wieder Türen öffnen. Alles kein Problem. Ihr könnt sogar, wenn ihr hier drinnen seid und den richtigen Winkel trifft, könnt ihr sogar Kartoffelkisten öffnen und schließen in dem Fall. Alles mit animiert und ihr kommt auch, wenn ihr wie gesagt einen richtigen Winkel trifft, kommt ihr auch an die Lichtschalter dran. Ist manchmal tricky, funktioniert aber. So, hier drüben haben wir die beiden Anbauten, die man an die Schuppen, an den Schuppen und Co. mit anbauen kann. Ja, das ist prinzipiell auch möglich. Ich komme gerade nur echt nicht an die Lichtschalter dran. Ah doch, jetzt. Seht ihr? Licht an. So. Jetzt würde ich aber auch gern wieder raus. Und jetzt habe ich zwar den Lichtschalter gefunden, wo ich sehr überglücklich darüber bin, aber nicht mehr rauskomme. Wunderbar. Ist ein bisschen tricky, passt auf, dass er euch nicht einschließt. So, ja. Ich würde eigentlich gern raus. Ja. Danke dafür. So, das sind wie gesagt die Anbauten. Ansonsten, den gibt es natürlich in dem Fall auch hier noch, ne? Ganz klar. Ansonsten gibt es hier zwei Automaten, und das ist wie gesagt einmal der Milchauto, die Milchtankstelle, und dieser allgemeine Verkaufsautomat. Der breitere ist der Verkaufsautomat, das ist der Milchautomat. So, wir nehmen das Ganze jetzt mal. Ihr könnt das eigentlich theoretisch mit Radlader und so ein Gedöns. Ich habe jetzt halt hier Herkules-Mod mit drin, deswegen wundert euch da nicht. So, ich stelle den ganzen Spaß mal ab. Das Ganze ist jetzt hier an der Front. Ja, steht hier da, Front, Vorsicht, zerbrechlich, bla bla bla. Nun kann man sich ja die Frage stellen, ja gut, und was machen wir damit nun im Endeffekt, ne? Weil es fehlt hier in dem Sinne an Triggerpunkten. Nun, manchmal
aber halt auch nur manchmal. Kommt noch der allgemeine Hinweis, ja, Automaten testen, indem man eine Palette Eier verkauft. Zack, ihr habt's gesehen, Automat wurde, also ist damit aktiv. Nun ist halt nur die prinzipielle Frage, ja gut, wie zur Hölle krieg ich dieses Gedöns hier ab? Ne, also diese Anlieferung, da muss es ja irgendwo einen Trigger geben. Prinzipiell richtig. Um euch die Frage zu beantworten, ich weiß es nicht. Ich habe es mit Radlader versucht, ich habe es ohne Radlader versucht. Ich habe sämtliche Variationen ausprobiert, ich habe das selbst das Ding hier runtergeschmissen, links, rechts, quer. Ich krieg's nicht raus. Ich sag's euch so, wie es ist, ich krieg's nicht raus. Und ich bin bestimmt schon seit 20 Minuten insgesamt dran. Und ich habe aber auch, um noch ehrlicher zu euch zu sein, absolut keine Nerven mehr dafür. Aber prinzipiell, der Automat funktioniert, nur wie er da rausgeht, ja, das weiß ich nicht. Also mit dem Radlader kann ich den ganzen Spaß anpacken, da gibt es aber auch keine Option, jedenfalls so habe ich sie nicht gesehen, dass ich diese Schutzhülle da entfernen kann. Ich weiß es nicht. Ich bin da bin ich maximal überfordert. Andere Kollegen haben den Mod selber auch noch nicht vorgestellt, sprich, das ist jetzt hier First Time. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, helft den anderen Usern. Vielleicht bin ich einfach nur, ich meine, das wird es sicherlich sein, einfach nur wieder blind genug und habe die Taste irgendwo nicht gesehen. Aber ich habe es jetzt für mich nicht gesehen. Aber es funktioniert. Das wollte ich euch in dem Fall auf jeden Fall noch demonstrieren, wie ihr gerade an der Eierpalette gesehen habt. Gut, prinzipiell, das ist der Lok, der ist sauber. Diese Performance Warning mit Collision kann ich nicht nachweisen, woher das kommt. Deswegen schreibe ich es jetzt dem Bot auch nicht zu. In dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.